Schon lange nichts mehr von Gourmeti gehört, nicht wahr? Ha, das habe ich letztes Jahr schon gekauft und es lag hier rum und verstaubte noch mehr. Nur noch 5 Euro statt 9,99 Euro. Ein Gourmeti Magic Egg und was für eins. Groß wie ein Straußenei aus der Titanium-Serie. Und ja, was soll es enthalten? Collect your exclusive figures all with golden armor. Wunderbar. Die Dinger aus den Blindbags hatten auch alle goldenen Armor, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht können die auch reden, ich glaube nicht. Aber bei den Preisen, ehrlich gesagt, möchte ich die gar nicht alle sammeln. Man soll es auspopeln aus seiner Plastikverpackung und dann in Wasser tun. Und keine Ahnung, wie lange warten. Vielleicht soll man es auch mit Seife abreiben, ich habe keine Ahnung. Und dann soll eine exklusive Figur und eine Karte bei rauskommen, wenn das nicht spannend ist. Naja, offensichtlich war es nicht spannend genug, denn es stand da rum und verstaubte, bis ich kam und es holte. Dann werde ich es heute mal auspacken und sehen, was damit ist. Ich habe schon eine Schüssel mit Wasser vorbereitet. Aus Glas, damit man alles sehen kann. Aber ich soll hier nichts entgehen. Oh Mann. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Ah, es enthält eine Sammelkarte, damit man jetzt schon weiß, was drin ist. Das macht ja Sinn. Das bekommen wir gleich. Meine Güte. So viel Plastik. Da ist das, hier ist das Ei. Es ist etwas oval. Naja, gut, ein Ei ist immer oval, aber es wirkt etwas komisch. Hier ist die Karte. Zbavion. Okay. Cobra 2011. Wie kriege ich die denn da raus, ohne dass sie kaputt geht? Es sind noch mehr da drin. Zbavion auf Griechisch und Zbavion auf Nicht-Griechisch. Das ist hilfreich. Ja. Gibt's das auf Deutsch? Eine schleimige, leuchtende Flüssigkeit kommt aus seinen Händen. Das ist ja widerlich. Es umschließt die Feinde und erstickt sie. Das ist ja noch widerlicher. Aha. Na, ich bin mir nicht sicher, ob ich das auspacken sollte. Aber ich tue es trotzdem. Wir sind ja experimentierfreudig. Wie packe ich das jetzt richtig? Oh, ja, war hart hier, die Schale. Ich richte die Kamera gleich richtig aus, damit ihr das alles mitbekommt. Aha. Ob das so richtig ist, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber es steht so drauf. Da ist ja noch mehr Plastik. Moment. Okay, jetzt habe ich das von seiner Plastikhülle befreit. And dip it into the water. Ja, das können wir dann ja machen. Aber hier ist noch eine Plastikhülle. Ich dippe mal vorsichtig. Aber ich habe das Gefühl, die Plastikhülle muss weg. Ja, nicht unbedingt. Nein, 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 muss sie nicht. Oder doch? Oder wie, oder was? Na, jedenfalls. Ich lasse das da mal so ein bisschen garen. Im kalten Wasser. Und dann sehen wir gleich weiter, ja? Also erst einmal, natürlich musste die Plastikfolie ab. Aber die habe ich dann auch schnell entfernt. Es hat dann trotzdem noch einen halben Tag gedauert, bis aus dem Ei eine Schüssel voller Schleim wurde. Und da drin war tatsächlich eine Figur. Und zwar Zbavion. Voller Schleim. Ist der nicht hässlich? Mal ehrlich. Der ist doch pottig. Absolut widerliches Ding und voller Schleim noch dazu. Und diese Masse hier, die sich da aus dem Ei gebildet hat, ist einfach nur widerlich. Fühlt sich an wie Tapetenkleister und man kriegt es kaum von den Händen wieder ab. Reizt auch die Augen, so wie auf Verpackung steht. Man sollte es also besser mit Vorsicht abwaschen. Absolut widerwärtig, na danke. Insbesondere nett ist, dass das Ding 10 Euro kostet und nicht einfach 2 für ein Blindpack. Das ist doch genau dasselbe Ding. Das ist nur hässlicher als die Gourmeti-Figuren, die ich bis jetzt ausgepackt habe. Bei weitem hässlicher. Undetailliert, schlecht bemalt und insgesamt auch einfach hässlich gestaltet. Plus eine Schüssel voller Schleim. Wenn das nicht ein Deal ist, dann weiß ich nicht, was einer ist. Ehrlich. Naja, man kriegt immerhin eine griechische Trainingkarte dabei. Super. Ja, das war ja das Ei des Kolumbus. Nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich diese Schüssel voller Schlamm hier entfernen kann.